Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily. Nein, nix Daily. Haha! Rumble! It's Rumble time again! Let's get ready to Rumble! Gegen Barbecue Live! 40 Minuten ungefähr noch zu spielen. Hauen wir jetzt mal da rein. Hier, komm! Gegen Darren Rumble. Let's get this party started. Nein, dann machen wir hier die Ruby Zelda Steen. Starfington Academy. Catatill. And now we got him. Darren Rumble von Barbecue. Mit einer glatten 100. Jawohl, perfect match. So. Oh, I'm King of the Hill. So. Und die 5 Kombos habe ich auch schon gespielt. Ja, wie geil. Toll. So, weiter geht's. Weiter geht's. Das Match gewinnen wir. Definitiv. So, gegen McArtag. Dann eine Louise, ein Bob. Ein Eugene Belcher, mit dem heile ich jetzt wieder. Und es wäre schön, wenn ich irgendwas kriegen würde, womit ich hier noch, was weiß ich, noch ein paar Leben mit hinzubekommen könnte. Aber das ist jetzt nicht der Fall. Also leider nur 91. Miau, miau. Schade. So, nächstes Match gegen Joshua. Joshua is the next one. Bam, bam, bam. Leon Pettard ist die beste Wahl jetzt hier gerade. So, dann ein Bob. Jetzt könnten wir hier Bürgerkriege mit 2 Krönchen. Bam! Eine glatte 100. Yep, man. Jupp. Da kämpfen noch ein paar andere mit, so wie es aussieht. Also, weiter geht's mit Diggler. Diggler. Das hier ist geil. Das hier ist geiler, wegen 41. Gleich am Anfang. Und nochmal 41. Und jetzt haben wir den da. Jetzt haben wir 51. Und jetzt haben wir noch mehr. Jetzt haben wir 61 da vorne. Jawohl. Oh, sogar noch mehr. 57. 77 waren es zum Schluss. Wow. 77 Schaden auf den ersten Slot. Geil. So, und weiter geht's. Player. So, 42. Ja. Ja. Auch 42. 42 oder 42. Beides 23, 23. Macht keinen Unterschied. Dann fangen wir an mit dem Bender. Das war... Hat jetzt scheinbar doch nicht mehr gereicht. Warum auch immer. So, jetzt kommen wir dem Irek Lobster da oben. Den Highschool Bill noch ein klein wenig ärgern. Die setze ich nach rechts. Wegen dem Burger. 94. So. Who is the next one? Wer ist der Nächste? Hier, Giggity Watts. Giggity Watts is our next opponent. Giggity Watts. Giggity, giggity, giggity. Ja, ist jetzt gerade nicht so einfach. Mr. Business oder Irek Lobster. Und das ist natürlich ein guter Start, sage ich mal. Da kriegen wir da oben auf jeden Fall den Bender down. Egal, was da jetzt kommt. Kommen wir noch mit dem Irek Lobster von der Seite. Jo, das Ding sollte auch wieder fast eine glatte, oder es wird sogar eine glatte 100 werden gegen Giggity Watts. Jawoll! Ja, Mann! So.
Weiter geht's. Noch vier Stück. Vier Stück haben wir noch am Start. So, da haben wir Jedi Master Ally. Jedi Master Ally. Hier hätten wir 39 Schaden am Anfang. Und hier hätten wir, ja, das wäre natürlich eine andere Option. Hier hätten wir 42 Schaden mit dem Bänder. Fangen wir erstmal so an, dann gucken wir mal, was kommt. Ja, das reicht auf jeden Fall. Dann kann ich jetzt hier als nächstes noch einen Mr. Front neben dran setzen. Dann noch die Mock Trial Louise oder Scheinprozess Louise. Und dann haben wir wieder eine glatte 100. Ja. So. Dann haben wir noch drei Stück übrig. Barbecue Life. Da regt sich nichts. Scheinbar sehr inaktive Gilde, das Ganze hier. Also, fangen wir mit dem Irek Lobster an und dann gucken wir mal, was da kommt. So, Irek Lobster, jetzt könnte ich natürlich die neue geile Teagle spielen. Aber das mache ich nicht. Ich bleibe hier bei, weil heilt sich von selbst. So, machen wir hier das Hasenkostüme mal. Und jetzt den da. Jetzt spielen wir die Tina. Und jetzt überlegen wir uns mal, was wir mit der Tina da anstellen. Wir machen jetzt hier mal einen 10er Cripple. So. Ja, hat nicht ganz gereicht. 97. Zu früh fertig gewesen mit dem. So, noch zwei Stück. Insane! Insane am Start. Ja, da würde ich sagen, fangen wir mit der Skimaske an und dann machen wir hier gleich als allererstes den Cupido Bobby. Cupido Bobby, Eugene Belcher mit Mr. Front. Und dann haben wir Insane! Insane! I got Insane 100. Aber nicht bei dem Gegner ist das nicht Insane. 100 zu holen. So, also. Weiter geht's. Nächstes Match. T-Goods Barbecue Live. Und da sieht die Sache jetzt schon ein klein wenig anders aus. Hier haben wir jetzt Cigarette Addicts. Ein Bender. Und dann müssen wir schauen. Dann müssen wir schauen. Hier. T-Goods. Mit 98 besiegt. Ja, Mann! Geil! So, das Ding haben wir auf jeden Fall safe in der Tasche. 32 Minuten noch. 21 haben von denen bis jetzt nur gekämpft. Das ist wirklich nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. So, bei uns gucken wir mal. Simal 986, Mobi 978, Stewie 973, Manu Baya 970, Gabriel D 967, Georgios 966, Dreifuchs 962, Knuckster 952, Magolor 500, 936, Joan Ricardo 921, X-Strike 920, Outlaw Deke 907, Lord Universe, jetzt geht's unter 900, Lord Universe, Beneatha, Joseph, Sleepy, Fenzinho, Tolly, Fred, der P, Blaze to Tear, Zardos, Tristan, Raulito, BBBBB, Bob, Anderson, H, Mark Foul, Quarkmüller, M Junior, Suarez, Herr gleich 2, Wovan, Tony H, Sheethawk, Albertus, Badass, Charlene, Max, Andrelo, da besonders viel ist das jetzt noch nicht, aber kommen bestimmt noch ein paar. Ist ja noch eine halbe Stunde ungefähr. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir dem gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.